So, Hallöchen, meine lieben Leute. Es steht so manches an, I guess. Oder primär stehen zwei Dinge an. Am Ende der letzten Folge haben wir nämlich das hier, glaube ich, angenommen. Genau. Position Satellite in a Tundra Orbit around Dress. Ach, nevermind, wir müssen nur einen Satelliten positionieren. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir jetzt irgendwie nach Dress fliegen und dann da jetzt landen. Ich weiß nicht, wie man den Planeten ausspricht. Dress? I guess Dress. Dress wie Dressing. Keine Ahnung. Wie auch immer. Wie auch immer, ja, wir müssen da nur einen Satelliten hinschicken. Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass wir dann eine bemannte Mission dahin schicken müssen, aber dem scheint gar nicht so zu sein. Deswegen, okay, das wäre schon eine Sache. Das expired in 29 Jahren und das hier expired erst in 100 Jahren, glaube ich. Deadline 100 Jahre und das hier hat eine Deadline von 29 Jahren. Demnach werden wir definitiv das hier zuerst machen. Ich hatte nämlich überlegt, ob wir vielleicht das hier einfach zuerst machen, weil das ja auch irgendwie eine Deadline hat und sonst vergesst das am Ende noch vielleicht irgendwie. Irgendwie irgendwann, aber ja, die Deadline ist irgendwie viermal so lang, deswegen, whatever. Bevor wir das machen, gibt es aber ein, zwei Sachen, die ich erstmal vorher machen wollte. Nämlich kann man hier irgendwo, also in diesem Gebäude übrigens, ne, das habe ich in diesem Let's Play, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Let's Play, Let's Guide, wie auch immer. In diesem Gebäude hier kann man schöne Dinge tun. Zum Beispiel kann man hier das hier, das hier, das hier. Also die ganzen Optionen kann man alle verwenden und machen. Und ich glaube, wenn man das upgradet, ich muss mal kurz rausgehen, wenn ich jetzt hier ein Upgrade mache, genau, kann man hier das Max-Commitment und die Max-aktiven Strategies increasen. Mit anderen Worten kann man also mehr Sachen gleichzeitig auswählen. Mich interessiert aber eben nur genau eine Sache und das ist eine gute Frage, was das ist. Takes Funds Income Yield Science, das ist es nicht. Ich glaube, es ist unter Funds, also Finances dürfte es sein. Takes Reputation Gains, nein, Reputation Gains würde ich auch gerne behalten. Genau, hier, das müsste es sein. Takes 5% Science Gains from Contracts und yieldet dann Funds for each one unit of Science und auch von Fieldwork und yieldet dann Funds für eine Unit, also 84.000 Funds für eine Unit of Science. Was das hier effektiv macht, ist ganz einfach. Ihr seht, ich habe hier, wie viel Science habe ich? 8.300, schlag mich tot. Mit anderen Worten, wir haben es, glaube ich, genug, um den Großteil des Tech Trees freizuschalten. Und ich glaube, wir können so langsam jetzt auf die Schiene übergehen, dass wir jetzt nicht mehr komplett nur noch auf Science gehen, sondern dass wir jetzt langsam mal, weil wir werden so viel Science jetzt nicht mehr brauchen. Das ist so. Also ein paar Tausend, ich weiß gar nicht, wie viel kostet das Interesse halber, gucken wir kurz nach. 700 schon, wie viel Science das hier kostet. Das kostet, ist das der Preis? 1000? 550 und dann 1000. Ich guess die letzten, ab wie viel kostet das? 1000 plus 1000, sie kosten alle 1000, oder? 2, 3, 4000 plus, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8, 9, 9,5. Jetzt sagen wir mal, wir brauchen für alle Upgrades, die es jetzt noch gibt, sagen wir mal so 10 bis 12.000 oder sowas Science werden wir noch brauchen. Und wir haben schon 8.000, deswegen, wir haben eh schon fast genug. Deswegen macht es jetzt mittlerweile, glaube ich, Sinn, dass wir jetzt mal hingehen und hier, das ist es, glaube ich, dass wir unsere Patente uns lizenzieren lassen anscheinend. So heißt das jetzt zumindest. Und wir gehen jetzt mal hin und werden hier die Setup-Kosten bezahlen und werden hier ein Commitment von, ich glaube, 25% des Mal. Ah, okay. Also theoretisch gesehen könnte man anscheinend sogar bis 100% gehen, wenn man das hier maximal gelevelt hat. Und dann kriegt man gar kein Science mehr, I guess. Aber wir nehmen mal ein Commitment von, sagen wir mal, 10%, I guess. Das klingt ganz gut. Und dann kriegen wir 2000, nein, 21.000 sind es, oder? Moment. Nein, es sind 2000. Ich wollte gerade schon sagen, das wäre irgendwie ganz schön viel. Wir kriegen 2000 Funds für jede Unit an Science und, Moment, wir kriegen 2000. Wir kriegen 85. 85 oder 85.000. Wo sind da die Punkte? Das verwirrt mich gerade. Ist das hier der Nachkommapunkt? Weil dann würde ich nur 85. Dann würde ich ja nur 85 Funds für Fieldwork kriegen oder kriege ich 85.000 Funds? Weil hier ist der Punkt. Da, Moment mal. Aber da müsste da ja auch noch ein Punkt sein. Das ist irgendwie. Es ist alles leicht verwirrend, keine Ahnung. Diese Punkte verwirren mich gerade ein bisschen. Sind es nur 85 Science? Sind es 85.000 Science? Aber dann wären das hier irgendwie 2 Millionen Science oder sowas. Science schon. Funds. Dann wären das hier ja 2 Millionen Funds, oder? Und das hier wird die Nachkommastelle sein. Aber dann kriege ich ja nur 85 Funds. Das ist ja ganz schön wenig. Das kriegt man mehr, wenn man das hier hochdreht? Dann kriegt man mehr, okay. Ne, wir bleiben aber mal bei Modest 10%. Das sollte erstmal genügen. Dann kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Bonusgeld immer. Anscheinend nicht allzu viel für Fieldwork, aber ein gutes bisschen was für Contracts. Interessanterweise. Anscheinend sind es nur. Ich glaube, es sind nur 85 Funds, aber ich könnte da falsch liegen. Gut, ich würde sagen, wir machen das einfach mal. Selbst wenn es jetzt nicht sehr viel sein sollte, ja, wir können nur. Blablabla, Setup Costs, are you sure you want? Ja, ich bin sure. So. Wie gesagt, nicht sicher, ob das hier 85.000 Funds oder 85 Funds sind. Weil normalerweise müsste dann hier noch so eine andere Dezimalstelle hier an der Stelle sein, oder so, was ist Dezimalstelle? So ein Trennpunkt halt. Wie nennt man die? Sind das Dezimalstellen? Nein, das sind keine Dezimalstellen, oder? Ja, ich und Mathebegriffe sind zum Sachen. Ich sticke lieber zu Code und nicht zu Mathe. Ich und Mathe, wir sind keine großen Freunde. Ich und Logik aber durchaus. Deswegen. Egal, gut. Ich mag auch in Sachen Programmieren übrigens lieber
Logik als die mathematischen Komponenten. Mathe ist immer so trocken und langweilig. Und bei Logik ist es immer so interessant und spannend, dass man da Dinge optimieren kann. So, da habe ich immer Spaß dran. Gut, egal. Darum soll es aber jetzt gerade gar nicht gehen, denn es gibt noch eine ganz andere Sache, die mich gerade mal interessieren würde. Nämlich, ob sich das jetzt hier gefixt hat durch einen Spielneustart seit dem letzten Mal. Wir werden das Ding jetzt einfach mal aufs Launchpad stellen. Denn, also seitdem ich das Ding das letzte Mal gelauncht habe, ist irgendwie auch schon drei Parts her, I guess. Aber da gab es einen interessanten Bug und ich weiß nicht, ob der gefixt ist oder nicht. Oder ob es überhaupt ein Bug ist, weiß ich auch nicht genau. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass diese Teile hier einfach zu schwer sind. Oder dass der Mittelteil, I guess, zu schwer ist und dann irgendwie das hier abreißt an irgendeiner Stelle. Keine Ahnung. Aber das sind Launch Clamps oder Launch Stability Enhancer anscheinend. Diese Stability Enhancer hier haben nicht funktioniert. Also gar nicht. Die Rakete ist einfach direkt runtergefallen. Mal gucken, ob das immer noch passiert. Und die Antwort lautet, wenn es denn mal laden würde. Ich vermute mal ja. Ja, es fällt immer noch runter. Was ist das? Das ist sehr eigenartig. Ich will warten direkt zum Vehicle Assembly Building Grödel Dingsbums. Wieso passiert das? Das ist strange. Weil die sind meines Wissens auch richtig attached. Also ich weiß, dass wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt hier eine richtig fette 10 Kilotonnen schwere Rakete hätte, ja, und die irgendwie an einem bestimmten Punkt, keine Ahnung, zum Beispiel, wenn jetzt hier irgendwie 10 Tonnen dranhängen würden, dann würde das logischerweise irgendwie abreißen, weil, ne, wäre schwierig. 10 Tonnen irgendwie an einem Punkt und das soll dann irgendwie alles aneinander halten und dann, das funktioniert nicht. Ja, also wenn an einer Stelle richtig viel, ne, Gewicht dranhängt, logischerweise, dann reißt das irgendwann ab, wenn man da nicht genug, für genug Stabilität gesorgt hat. Das Ding ist halt, die Rakete ist eigentlich gar nicht so groß und gar nicht so schwer, deswegen ich bin mir nicht sicher, woran das liegt. Ich vermute fast mal, dass es vielleicht einfach ein Bug ist, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber normalerweise meines Wissens, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, reicht glaube ich sogar ein so ein Ding hier normalerweise aus, also an der gesamten Rakete mehr oder weniger, weil das quasi die Physik mehr oder weniger so indirekt ausschaltet, also wenn man es an der richtigen Stelle anbringt zumindest. Wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier oben theoretisch gesehen so ein Ding anbringen würde, hier unten würde es dann logischerweise rumwurbeln, aber theoretisch gesehen schaltet das glaube ich mehr oder weniger die Physik für das Teil einfach aus. Und das sollte passen. Deswegen bisschen eigenartig. Ich weiß nicht. Also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, es kann sein, dass die Parts anders funktionieren. Es kann sein, dass ich hier gerade böse Fake News verbreite. Ich weiß es nicht. Aber ich finde es ein bisschen eigenartig, dass die nicht richtig funktionieren, weil normalerweise halten die eigentlich immer. Und wir haben auch so viel da dran. Deswegen keine Ahnung. Komischer Bug. I guess, was ich mal versuchen werde jetzt, ist einmal alle von den Dingern abzunehmen. Wir nehmen die einmal alle ab und dann werden wir mal kurz sehen, wo ist der Pot, weil man kann ja nur den Pot. Hoppala, das war auch so jetzt nicht geplant. Wie waren das? 1, 2, 3, 4 oder was? Ja, 4er Symmetrie. Machen wir wieder 4 Stück dran. Das war so nicht geplant. So. Dann probieren wir mal kurz Symmetrie aus und dann nehmen wir mal kurz den Pot diesmal und nicht die Solarzelle. Und stellen das Ding einfach mal auf den Boden und hoffen mal, dass es dann einfach nicht explodiert, weil vielleicht brauchen wir für die Rakete auch einfach keine Launch Clamps. Das wäre natürlich schön. Wenn ich, jetzt habe ich sie jetzt in, jetzt hab ich sie in den Boden reingeklippt. Das war natürlich jetzt auch nicht Sinn der Sache. Ich glaube, die wird aber so oder so quasi auf dem Boden am Launchpad dann gespawnt. Deswegen sollte passen. Und, ich wollte gerade sagen, dann nennen wir das schon um in Dress Explorer. Aber wir werden ja nur einen Satelliten hinschicken, deswegen habe ich nicht eh schon so ein Testschiff. Dann nenne ich das einfach Test Loadcraft Don't Save. Und dann gucken wir mal kurz, ob wir hier irgendwas namens Test haben. Nee, dann werde ich jetzt einfach das Ding hier testen. Ja, oder auch nicht, weil das Spiel der Meinung ist, die Inputs zu schlucken. So, Test. Und dann nennen wir das hier Test. Und das ist unser Testschiff. Ich will jetzt nämlich nicht mein Actual Duna Shift damit überschreiben. Ich weiß nicht, ob der das sonst macht. Wir nennen das Teil jetzt einfach mal Test und testen das einmal kurz damit. Das interessiert mich jetzt gerade nämlich. Brennend, was das für ein komischer Bug ist. Beziehungsweise den Bug haben wir gerade schon getestet, aber mich würde brennend interessieren, ob das auch. Das hält so, okay. Das hält so, das ist sehr gut. So manche Rakete hat dann nämlich manchmal so ihre Problemchen, wenn die einfach so aufs Launchpad stellt, dann explodiert die einfach, weil, keine Ahnung. Physikberechnungen sind schwierig für Spiele-Engines. Und dann passieren lustige Dinge, manchmal. Manchmal auch nicht. Kommt immer darauf an, wie man die gebaut hat. In der Regel explodieren die uns, glaube ich, meistens, wenn man die Booster weiter unten hat und das Ding quasi auf den Boostern gestützt steht und dieses Triebwerk hier weiter oben ist und dann drückt sich dieses, weil das hier ist logischerweise der richtig schwere Part hier, ne, hier in der Mitte da, der drückt sich dann quasi durch und dann werden hier diese Joints hier gebogen und dann passieren da lustige Dinge und dann, ja. Wie auch immer. Gut. Komplett neue Rakete, I guess, denn wir fliegen da jetzt rüber mit einer Probe. Moment, ich muss mal kurz die Beschreibung durchlesen. Weil ich glaube, am praktischsten wäre es, wenn wir da trotzdem einen bemannten Flug rüberschicken würden, trotz allem. Genau, Active. Verstehen, was Schönes. Must be a new unmanned probe. Must be a new unmanned probe. Heißt das Ding muss von Anfang an unmanned sein oder nicht? Das sind ja so die Specifics. Das ist halt immer so. Es macht, also von der Logik her macht es natürlich Sinn, dass ich da jetzt auch ein bemanntes Ding hinschicken könnte. So rein logisch. Macht das Klick in meinem Kopf. Ja, wir kriegen 6000 Fans. 6800. Moment mal.
Wir verlieren 3 Science und kriegen 6000 Pfand. Das kommt hin. 2000 irgendwas sollten wir schlag mich tot kriegen. Pro Science, das macht Sinn. Genau, okay, prima. Nee. Ja, aber der Logiker macht es natürlich Sinn. Das Ding ist, es kommt darauf an, wie es einprogrammiert ist im Spiel. Wenn da steht, eine neue Unmanned Probe und das quasi einprogrammiert ist, also es muss auf dem Launchpad eine neue Unmanned Probe sein, dann haben wir natürlich jetzt gleich verloren. Aber ich lehne mich mal so aus dem Fenster und bin mir da sicher, dass das so passen dürfte. Deswegen werden wir da jetzt einfach eine Nicht-Unmanned Probe bauen und werden dann nur die Unmanned Probe oben dran klatschen. Sozusagen. Und dann sollte das passen. Oder unten dran klatschen. Ich weiß noch nicht genau, wo wir das Ding dann einbauen. Auf jeden Fall werde ich jetzt diesmal wieder nur einen Körbel reinsetzen. Und I guess an dieser Stelle jetzt werde ich dann mal kurz die Delta-V-Map einblenden. Denn ich werde kurz einen kleinen Cut machen und dann gucken wir mal kurz nach, wie viel Delta-V wir überhaupt brauchen werden. I guess die Landung muss diesmal nicht reinfaktoren. Aber ja, I guess die blende ich dann jetzt ein. Oder habe ich schon eingeblendet, keine Ahnung. Und dann könnt ihr da selber gucken und euch schlau machen, wie viel Delta-V wir brauchen werden. Dress ist übrigens, glaube ich, oben rechts gewesen auf der Delta-V-Map. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, 6670 Delta-V sind das, glaube ich. Ich habe da auch vorhin schon mal drauf geguckt, aber ich habe es mir jetzt nicht eingeprägt. Ich hatte nur in Erinnerung, wo Dressed auf der Map selber drauf ist. Und I guess, wir könnten jetzt auch das andere Schiff umbauen, aber ja, keine Ahnung, das ist ein bisschen Overkill, da jetzt eine Dreier-Crew hinzuschicken, nur weil ich gerne. Sollte meine Satellitenverbindung ausfallen oder sowas. Weil das Ding ist halt, logischerweise, wenn wir dann die Unmanned Probe launchen, brauchen wir so oder so Satellitenverbindung. Aber wenn auf dem Weg dahin irgendwie aus irgendeinem Grund ich dann kurz keine Verbindung haben sollte an einem wichtigen Punkt, dann wäre es natürlich doof. Deswegen, warum nicht? Ich meine, es kostet mich 600 Pfund, hier diesen Pott dran zu klatschen. Deswegen, why not, I guess. Und dann würde ich sagen, legen wir mal kurz los. So, was heißt mal kurz? Wir legen mal eben los mit dem Spaß hier. Und zwar, genau, und der Satellit bleibt ja auch da. Deswegen macht es natürlich auch Sinn, hier ein paar Science-Instrumente hier noch mit dran zu klatschen. Ich habe gerade überlegt, ob wir eine Service Bay überhaupt diesmal brauchen werden. Aber auch hier werde ich Science-Instrumente reinklatschen, die wir dann auch recovern können, weil das bringt natürlich mehr Science. Und indirekt dann wiederum auch mehr Geld. Und dann, ich glaube, nach diesem Flug hier haben wir wahrscheinlich genug Geld zusammen, dass wir auf jeden Fall confidently und easily alles upgraden können an, was weiß ich, Tracking Station etc. Wir haben eh schon irgendwie 4 Millionen oder sowas, aber dann habe ich auf jeden Fall auch nur irgendwie 1, 2 Millionen über. Um sicherheitshalber irgendwie dicke Riesenraketen bauen zu können daraus, I guess. Und ich würde sagen, ich mache kurz einen kleinen Cut, dann baue ich mir hier erstmal grundsätzlich sowas, so ein Basic-Ding zusammen und dann hören wir es gleich wieder. Das macht, glaube ich, am meisten Sinn. So, bis gleich. So, damit hätten wir jetzt die grundsätzlichen Basics schon mit zusammen. Also, ne, Batterie und. Also ein Spaß, also Batterie, ein paar Science-Parts, MagJab, I guess, was noch fehlt, daran habe ich gar nicht gedacht. Ja, der Fallschirm natürlich, der fehlt noch. Und ein Heat-Shield, zum Beispiel der hier ist es, glaube ich, genau. So, der kommt da unten noch dran. Und damit hätten wir jetzt grundsätzlich den Pod schon mal. Das Problem ist, ich habe mir gerade nochmal den Contract angeguckt, weil ich in Erinnerung hatte, dass ja auch Science-Parts und da mussten. Oh, ich glaube, den Fallschirm nehmen wir nochmal kurz ab, da kommt der gleich wahrscheinlich. Wobei, ich weiß noch nicht so genau, ich lasse erstmal dran. Nevermind, den Satelliten werden wir wahrscheinlich unten dran bauen. Ich weiß nämlich noch nicht so genau. Das Problem ist nämlich folgendes, wenn wir mal kurz hier gucken. Wir brauchen diverse Dinge. Ein Magnetometer geht alles klar, Thermometer geht auch klar. Aber der Resource Survey Scanner oder Resource Survey Scanner oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das Teil ist so ein kleines Modul. Das ist gar nicht groß. Ist auch gar nicht groß, ist auch ganz klein und so weiter und so fort. Deswegen müssen wir nur kurz gucken, wie wir das machen. Ist das das richtige Decoupler-Teil hier? Genau. Ich vermute fast, dass ich mich jetzt für folgendes Design entscheiden werde. Wir werden uns ungefähr 10.000, 9 bis 10.000 Metersekunde Delta V wieder brauchen, wahrscheinlich. Habe ich jetzt mal so grob überschlagen, keine Ahnung. Dürfte ungefähr hinkommen. Ist wahrscheinlich wieder komplett Overkill, viel zu viel. Weil ich wahrscheinlich eine viel, viel optimalere, wie heißt das, ein viel, viel optimaleres Transfer Window wahrscheinlich wieder nehmen werde. Bei dem ich nicht mal annähernd so viel Delta V dann brauchen werde. Vor allem, wenn wir nicht landen. Irgendwie in den 6000 irgendwas sind ja noch, die irgendwie sind, glaube ich, 600 Meter die Sekunde Delta V mit drin für die Landung. Die werden wir logischerweise nicht brauchen. Das heißt, die kann man abziehen und dann. Letztendlich werden wir auf jeden Fall nicht mal annähernd so viel brauchen, aber ich gehe gerne auf Nummer sicher, deswegen. Plane ich gerne mit Absicht zu viel Delta V ein. Am liebsten irgendwie direkt einen Satz von 1000 Delta V, falls ich irgendwie einen Riesenfehler mache. Kann ich euch übrigens nur empfehlen. Klingt dämlich, ja, aber wenn man mal einen Fehler macht, ist es dann halt weniger schlimm. Kann man sich halt auch mal einen Fehler erlauben, muss nicht immer perfekt alles von Anfang bis Ende komplett durchplanen. Außerdem ist das sowieso irgendwo das, was für mich am Spaß am Spiel ist, ist einfach Fehler machen zu können und nicht von Anfang an alles perfekt durchplanen zu müssen, I guess. Ich habe da einfach Spaß dran, ich weiß nicht, ich habe einfach am meisten Spaß dran, wenn ich nicht alles. Sicher, man könnte jetzt alles komplett durchrechnen, aber ich habe einfach am meisten Spaß dran, I guess, wenn man nicht alles komplett bis aufs letzte Detail durchrechnet. Und so ein kleines, so ein bisschen Zufallselement mit drin hat quasi, weil man es eben halt nicht perfekt ausgerechnet hat. Also, sagen wir es mal so. Da habe ich einfach persönlich immer am meisten Spaß dran. I don't know. Maybe that's just me, though. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir dann mal los mit dem Main-Teil oder mit dem letzten Teil der Rakete, nämlich das, was am Ende zurückfliegen wird. Ich glaube, das ist zu viel. Ich glaube, das ist zu viel Treibstoff. Wir probieren es mal kurz aus. So viel werden wir nicht brauchen. Wir packen mal die Engine hier unten. Na, die Engine unten drunter, das sollte genügen. Wobei, 3000. 3300.
Mädelsekunde LTV. Ich muss noch mal kurz einen kleinen Cut machen. Ich melde mich gleich zurück. Ich muss so kurz. Wir melden uns gleich zurück. Ich muss so kurz nachgucken, wie viel LTV wir genau zurückflug ungefähr brauchen werden dann. So, ich glaube 2840 Metersekunden LTV sind es, die wir zum Rückflug brauchen. Also halt logischerweise der Start von Kerbin, den habe ich jetzt abgezogen. Und was habe ich noch abgezogen? Ja, Dingens und Bummens. genau, die Lande-Delta-V. Das waren irgendwie 400, nicht 600. Das hatte ich irgendwie gerade falsch mir gemerkt. Aber irgendwie 400, 600, irgendwie so ein Dreh. Das habe ich gerade auch noch abgezogen. Inline-Clamp-Button. Achso, das ist auch ein Dockingport. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Es sollte also passen. Das sind wie viel? 3100. Ja, komm, wir packen noch ein bisschen mehr rein. Ne? Just in case. Wir müssen ja wahrscheinlich. Actually, es macht glaube ich, Sinn, da noch ein bisschen mehr reinzupacken. Und außerdem werde ich sie, glaube ich, nicht so dran packen, sondern seitwärts. Wir müssen wahrscheinlich Raketen noch drehen. Wir müssen ja irgendwie einen bestimmten Orbit erreichen, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. Deswegen. Und die sind ein bisschen groß. Also sind die nicht hier schon klein? Ja, genau, prima. Wir müssen ja potenziell die Rakete gleich noch drehen, oder? Warte, ich kann sie eh direkt hier nachgucken. Build a new unmanned probe with an antenna, reach a designated Tundra Orbit. Ja, Tundra Orbit. Also wir brauchen einen bestimmten Orbit. Deswegen müssen wir wahrscheinlich Rakete potenziell dann nochmal irgendwie in irgendeine Richtung zurückdrehen. Das heißt, es wird nochmal ein bisschen extra Delta-V kosten wahrscheinlich. So, wie viel Delta-V hätte ich, wenn ich diese Tanks hier nehme? Drei Stück davon. Ich glaube, das ist ein bisschen Overkill jetzt, oder? Ja, das müsste ich natürlich noch richtig stagen, logischerweise. 5000, das ist tatsächlich ein bisschen Overkill, glaube ich. Das werden wir reduzieren auf zwei Tanks. Ich glaube, das dürfte genügen. Und dann ist die Rakete auch wieder ein bisschen weniger schwer. Und dann würde ich sagen, packen wir noch einen Nosecone drauf. Genau, so. Und das ist jetzt schon mal unsere Rückflugstage. Also hier sind jetzt kein Landebein dran oder sowas. Ne? Also aus offensichtlichen Gründen, wir werden nicht landen. Das Teil ist nur, um sicherzustellen, dass wir am Ende noch Kontrolle über unsere Sonde, über unsere Drohnen dann da haben werden. Außerdem ist die noch nicht ganz fertig. Was ist die große Relay-Antenne? Es macht keinen Sinn, die große dran zu klatschen, oder? Ne, es macht nur Sinn, die kleine. Ich glaube, wir werden hier die kleinere dran klatschen. Macht es Sinn, hier eine komplette Relay-Antenne dran zu klatschen? Ich bin mir gerade um überlegen. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn. Ich glaube, es macht keinen Sinn. Ich möchte dann aber trotzdem eine mit viel Leistung haben, um sicherzustellen, dass ich auf jeden Fall nicht die Verbindung verliere. Wobei halt, nein, 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 Moment, doch, das macht wohl Sinn. Es macht wohl Sinn, doch, doch, doch. Wir machen hier die große dran. Wir müssen ja wahrscheinlich die. Doch, das macht darum Sinn, weil wir die Drohne über diese Relay-Antenne dann kontrollieren müssen, oder? Es sei denn, ich packe eine Relay-Antenne direkt an die Drohne an. Ja. Ja, doch, nein, never mind. Back to the drawing board. Ich überlege mir kurz, wie ich das jetzt hier zusammenklatsche und dann hören wir es gleich wieder, würde ich sagen. So, ich habe jetzt hier noch ein paar Sachen gemacht, beziehungsweise, was heißt, ich habe ein paar Sachen gemacht. Ich habe hier noch ein paar Solarpaneele hier oben dran geklatscht, einfach nur um, ne? Habe ich hier, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt, dass ich ganz gerne so ein paar kleine Solarpaneele hier oben einfach dran klatsche. Einfach nur, weil diese Stage hier hat sonst eventuell potenziell immer keinen Strom mehr. Deswegen. Einfach nur, um auch mit dieser Stage noch Strom generieren zu können, was eigentlich nicht mehr nötig sein sollte, aber falls es nötig sein sollte, dann habe ich hier noch ein paar Solarpaneele. Das sind so die Last Resort Solarpaneele, dann habe ich hier noch ein paar normale Solarpaneele. Und ich habe eine direkte Antenne, ich glaube, das ist die beste direkte Antenne tatsächlich, die ich jetzt hier genommen habe, einfach nur just in case. Falls wir irgendwie weit weg von der Drohne sein sollten, dass wir immer eine Verbindung haben. Was eigentlich nicht notwendig sein sollte, weil die Drohne wird dann das Main Relay-Teil sein mit der hier. Ich glaube, das ist die größere. Ne, das ist die größere Antenne, oder? Welche ist die größere? Die teurere wird die größere sein, als die hier wahrscheinlich. Also die Drohne wird dann das Main Relay sein. Das Ding ist halt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich bin mir relativ sicher, dass das ja nicht funktioniert hat. Aber just in case habe ich auch diese Antenne hier, das ist auch nur eine Relay-Antenne, aber nur eine ganz schwache. Habe ich jetzt auch nochmal hier dran geklatscht. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ging das aber nicht. Also, dass wenn man keine Verbindung hat, obwohl man hier eine Relay-Antenne hat, dass man quasi über dass der Körper, der hier drin sitzt, dann quasi die Drohne steuern könnte. Das ging ja aus irgendwelchen Gründen nicht. Was ich nachher vor irgendwie ein bisschen eigenartig finde, aber sure, whatever. I'll take it. Aber just in case, außerdem sieht es fancy aus, keine Ahnung, das haben wir hier wie vier Antennen. Fand ich irgendwie ganz witzig, hier so vier verschiedene Antennen zu haben, beziehungsweise jeweils zwei Zweierpaare, I guess. Und jetzt würde ich sagen, packen wir jetzt hier da unten drunter dann die tatsächliche, die tatsächlich, genau, das ist, ja, genau, mit dem Decoupler, den packen wir da unten dran und der wird dann bestimmt überhaupt nicht, ich meine, ihr müsst, wenn ich was decouplen, den könnten wir einfach wegburnen, I guess. Ne, den Decoupler packen wir natürlich dran. Und dann bauen wir jetzt hier uns unten drunter unsere Drohne, würde ich sagen. Oder unseren Satelliten, I guess. Eine Unmanned Probe. Unsere Unmanned Probe. Die bauen wir uns jetzt hier unten drunter. Ich glaube, das hier ist der Probe Body, den ich. Ne, der ist zu klein. Hatte ich nicht irgendwie einen größeren? Der ist auch so klein. Hatte ich nicht den größeren, flachen? Ne, wir haben 8000 Science. Wir werden das jetzt hier. Also, werden wir das Ding jetzt benennen. Hier, was ist das hier? Polar Satellite Launcher oder so. Ne, Launcher lasse ich weg, weil der heißt ja schon wieder nur. Polar Satellite MK1. Wenn ich den Launcher nenne, dann steht da am Ende irgendwas von wegen Launcher noch mit dem Titel im actual
im Actual Time. Wir werden mal kurz hier rausgehen. Und dann geht es nochmal kurz zurück ins Science Building. Da werden wir jetzt lustige neue Dinge anlocken. Zum Beispiel folgendes. Wo ist es? Das ist es nicht. Das ist es auch nicht, glaube ich. Oder was ist das hier? Nee. Das hier ist es, glaube ich. RC-001S Remote Guidance Unit. Das dürfte es sein. Oder ist es das hier? Drone Core. I guess Drone Core wäre auch kein, auf das von euch suche. Ja, ich möchte auf jeden Fall eine größeren. Ich mag diese flachen Drone Cores, die halt so ein bisschen aussehen wie diese flachen Batterien, I guess. Also nicht die in Ingame flachen Batterien, die gibt es hier natürlich auch, wie zum Beispiel die hier. Wir müssen leider das Ding jetzt einmal upgraden. Muss ich also jetzt schon einiges an Geld einmal nochmal ausgeben. Oh, hier gibt es noch eine größere Reader-Antenne, sehe ich gerade. Die werden wir aber, glaube ich, nicht brauchen. Das müsste es sein. Ich hoffe mal, das Ding ist jetzt nicht riesengroß. Ich hoffe, das hat jetzt die Modulgröße, die ich jetzt gerade in Mind habe, die ich mir gerade vorstelle. Ansonsten haben wir ein kleines Problemchen, da müssen wir nämlich doch nochmal einen anderen Probe-Core nehmen, aber ich meine, das ist das Teil. Genau, das hat nämlich die genau richtige Größe. Das ist, was ich nämlich auch in Erinnerung hatte. Das ist ein Remote Guidance Unit. Warte mal, ist das überhaupt ein Probe-Core? Remote Guidance Unit klingt wieder wie so ein RCS, RCS hat schon, wie so ein SAS-Teil. Das ist ein Unmanned. Ja, das Ding hat einen Pop. Ja, okay. Der Name hat mich gerade leicht verwirrt. Mit Remote Guidance Unit. Da habe ich gerade erst gar nicht drauf geachtet, aber ja, das ist. Nevermind, vergesst das. Ja, das ist genau, was ich haben möchte. Das ist quasi das Ding hier in etwas größer. Das passt dann modultechnisch da ein bisschen besser unter unsere Rakete. Dann klatschen wir da noch eine Batteriebank drunter. Oder vielleicht zwei, I guess, warum nicht? Zwei Batteriebanken. Und dann machen wir folgendes. Wir werden, glaube ich, die Modulgröße einfach mal um eins vergrößern. Ist es der hier? Der ist es. Diesen wunderprächtigen Brandadapter werden wir jetzt hier noch dran klatschen. Außerdem, bevor wir das machen, brauchen wir das Thermal, Electrical, Communication. Wo ist es? Da ist es, genau. Command and Control. Danach habe ich gesucht. Das ist zu klein. Das ist es, I guess. So ein Inline Reaction Wielding. Damit wir ein bisschen mehr Control haben. Das ist ganz schön fett. Ich weiß nicht, warum eine Modulgröße größer nicht nur in der Breite, sondern auch in der in mehreren Dimensionen zunimmt. Mir fehlt kein Wort. Ihr wisst wahrscheinlich genau, welches Wort ich meine. Es fehlt mein Kopf so. Ja, das Wort ist jetzt weg. Das darfst du jetzt niemals mehr aussprechen. Breite und Tiefe? Breite, Höhe. In die Höhe. Goddammit. Wie schafft mein Kopf, solche Wörter zu vergessen? Oh. Höhe. Nein, das ist weg. Das Wort nutzen wir heute nicht mehr. Gut. So, das hätten wir soweit, I guess. Ich glaube, der Treibstofftank bietet sich an. Der ist schön groß. Da passen auch viele Teile dran auf jeden Fall. Und er hat viel Treibstoff. Große Überraschung beim großen Tank. Dann klatscht schon eine Pudel-Engine runter. Gucken wir, wie viel wir dann da haben an Delta V. Da haben wir fast schon ein bisschen was. 7600 ist... Moment. Das hier ist Stage... Was ist das? Stage 3. Und... wir haben 3000 Delta V haben wir in der Stage. Okay. Ja gut, ich werde nur ein bisschen dran werken. Und dann hören wir uns gleich wieder. Aber das ist schon mal so grob, wie ich das jetzt hier geplant habe, I guess. Und dann werde ich jetzt hier noch ein paar Sachen dran klatschen. Und dann hören wir uns gleich wieder. So, kurzer Zwischenstand, I guess. Ja, hier oben habe ich nichts geändert. Das ist immer noch alles so wie gehabt. Wir haben hier jetzt unsere dicken, fetten Survey-Antennen. Survey, sag ich schon. Wie heißt es? Schlag mir. Relay. Wie komme ich auf Survey? Relay. Unsere Relay-Antennen. Survey-Antennen. Ja, das sind unsere Umfragen-Antennen. Die schicken die ganzen Umfragen ins ganze All raus. Und auf allen Planeten gibt es jetzt Leute, die Umfragen beantworten können und so. Nee, ja, das sind unsere Relay-Antennen. Und hier haben wir unsere Surveys. Deswegen bin ich auf Survey gekommen. Surveys, genau. Ja, genau. Da sind sie. Ja, da habe ich es jetzt angebracht. Das ist jetzt natürlich hoch aerodynamisch alles, auf jeden Fall. Ich bin mir aber relativ sicher, dass das ja alles keine Physics-Parts sind. Also sprich, die werden nicht... ich weiß gar nicht, ob es noch einen Unterschied gibt zwischen Physics- und Aerodynamics-Parts. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall Parts gibt, die physikstechnisch nicht richtig berechnet werden. Zum Beispiel diese Magnetometer hier. Die können ja auch durch den Pod klippen. In der Regel sind das solche an der Seite attachbaren Parts. Und ich glaube, die Survey-Scanner sind auch solche nicht physisch berechneten Parts, die quasi... das ist so, als wären die Parts quasi gar nicht da. Ob die aerodynamisch da auch mitberechnet werden, das weiß ich nicht genau, um ehrlich zu sein. Aber ich glaube fast nicht, deswegen dürfte das tatsächlich kein Problem darstellen, dass ich die da so dran klatsche. Deswegen würde ich fast sagen, das sieht mir soweit ganz gut aus. Wir haben jetzt hier jede Menge Solarzellen und ja, ich weiß, ich habe hier jede Menge von diesen ganz kleinen Paneelen hier angebracht. Es gibt noch eine Modulgröße größer, aber die habe ich noch nicht freigeschaltet und ich bin gerade zu faul nochmal ins Science Building zu switchen, nur um da irgendwelche Solarpaneele freizuschalten und das passt so auch. Also, whatever. Ist okay für die nächste Rakete, da denke ich mir vielleicht dran und dann schalten wir die vorher frei und so weiter und so fort. Aber das tut's auch und es ist auch nicht so mega essentiell und wichtig, würde ich mir behaupten. Außerdem klatsche ich jetzt hier noch, einfach nur weil, warum nicht, klatschen wir jetzt hier noch so ein Vierer von denen dran.
würde ich sagen. Keine Ahnung. Habe ich Lust drauf, machen wir einfach mal. So, zack. Dann sieht das Ding noch ein bisschen mehr scientific aus. Wird ja später als Satellit weiterhin durchs All schweben. Und dann würde ich was sagen, als finaler letzter Schritt kommt jetzt hier ganz unten dran. Actually, bevor wir das machen, dazu kann ich uns auch noch raten, dass ihr das am besten auch macht, wenn ihr eine Rakete baut mit so einem Adapter-Ding. Das habe ich. Ja, das ist nicht ganz so, wie ich es geplant hatte. Weiter nach hier, I guess, und dann genau so. Genau, das sind die Kappler dazwischen. Ich wollte gerade schon sagen, habe ich den Kappler vergessen. Packt euch hier am besten Struts hier an diese Stellen dran. Aus irgendwelchen Gründen, ich weiß nicht genau, wo die Stelle ist, aber irgendwo hier, ich glaube, ich habe zwischen diesen beiden Parts hier, sind die Physics ein bisschen wonky in der Engine irgendwie. Ich weiß nicht warum. Also da sind meine Raketen, glaube ich, oder die, also das letzte Mal, als ich so eine Rakete gebaut habe, ist die mir, glaube ich, beim Launch zweimal auseinandergebrochen oder sowas. Immer an dieser Stelle. Ich vermute mal, dass die Physics von der Engine hier nicht ganz richtig berechnet werden, weil hier halt die Modulgröße sich irgendwie ändert. Irgendwie sowas wird sein, dass es auf jeden Fall so potenziell eine Stelle, wo die Engine irgendwie Probleme mit hat. Kann man wahrscheinlich auch einfach nichts dran ändern. Wird einfach in der, I'm guessing, Unity Physics Engine liegen, weil ich bin mir relativ sicher, dass dieses Spiel nach wie vor die Unity Physics Engine nutzt. Oder halt eine leicht modifizierte Version davon. Plus halt logischerweise die ganzen, ne, anderen Space-Berechnungen und so ein Spaß, die von Unity von Haus aus natürlich nicht kommen. Aber ja, sowas immer schön verstanden. Und jetzt würde ich sagen, klatscht hier unten drunter noch die Launch Stage und dann sollte das Ding hier fertig sein, I guess. Und erneut, kurz kleine Cut und dann wird auch das hoffentlich gleich fertig sein. Deswegen, bis gleich. So, man könnte sagen, I got a bit carried away bei der Rakete. Allerdings aus einem sehr, sehr simplen Grund. Mir gefiel es einfach, hier so einen schönen großen Tank zu haben, weil man da so viele schöne Sachen dran anbringen kann, wie zum Beispiel Solarpaneele und Antennen und Surveyscanner und zum Spaß. Ich bin mir relativ sicher, ich hätte hier auch einen kleineren Tank nehmen können, denn ich glaube, Delta V-technisch sind wir hier mit 11,5 km Delta V sind wir da, glaube ich, ziemlich gut bedient. Das sollte dicker ausreichen für, keine Ahnung, einen Flug nach Dress und nochmal nach, keine Ahnung wohin. Vielleicht nur ein kleiner Zwischenstopp beim Mond oder so, also theoretisch gesehen. Wenn wir jetzt nicht noch vorhätten, das Ding hier irgendwie in einen, was ist ein Polarorbit? Hier steht irgendwas von einem Tundra-Orbit, aber ich glaube, Tundra ist einfach an den Polen von Dress, I guess. Also ich habe mir auf jeden Fall den Orbit angeguckt, es ist auf jeden Fall ein Polarorbit. Am gestrigen Tundra, dass dann einfach die polaren Stellen von Dress den Tundra-Orbit haben werden oder so. Tundra-Orbit, was ist mein Kopf heute wieder. Das Tundra-Biom, so, mein Gott. Wie auch immer. Ja, ich habe das hier geautostartet. Ich glaube, die kleinen Tanks könnte ich mir übrigens sparen. Theoretisch gesehen. Könntest du mir wahrscheinlich sparen. Praktisch gesehen, keine Ahnung. Ich meine, das ist eh schon so eine Protzrakete, die viel zu groß ist. Habe ich mir gedacht, keine Ahnung, baust du noch mehr Treibstoff ein? Why not? I felt like it. So, wir werden jetzt noch diese Dinge hier dran klatschen, die, wie heißen sie? Launch Stability Enhancer. Auch von mir gerne als Launch Clamps bezeichnet. Ich glaube, die hießen vielleicht immer Launch Clamps. Vielleicht hießen sie auch nie Launch Clamps. Ich nenne sie irgendwie immer Launch Clamps, keine Ahnung. Und, dann würde ich sagen, ist die Rakete soweit einsatzbereit. Diesmal habe ich keine Solid Fuel Booster genommen, sondern nur hier einfach hier gutes, altes, simples, traditionelles Asparagus Staging. Einfach nur, weil, why not? Und ja, das wäre es soweit mit dieser Rakete. Ich glaube, die dürfte soweit startklar sein. Ich gucke mal kurz das Staging durch. Aber ja, nichts großartig spezielles, fancy-mäßiges. Einfach ein relativ simples Teil. Ist logischerweise auch nicht wirklich notwendig, hier was fancy-mäßiges zu bauen. Ich muss einfach nur, ne? Also ich habe hier, wie gesagt, einfach noch einen kleinen Piloten reingesetzt. Oder noch nicht. Ich gucke sie jetzt aber mal kurz nach. Das Spiel hat aber automatisch einen reingesetzt, so, sehr gut. Wir haben hier unseren Piloten, der ist einfach nur dazu da, dass wir hier auf dem Weg zu unserem Zielplaneten nicht einfach die Verbindung verlieren. Just in case. Man kann nie vorsichtig genug sein. Dann haben wir hier einfach unsere Rückflugstage dafür. Dann haben wir hier unseren dicken, fetten Satelliten. Und die noch dickere, noch fettere Launchstage. Wie gesagt, hier einfach so, ne, was ich wollte gerade sagen, Mainsail, aber nein, das sind hier diese Twin-Bore Engines. Eine da, zwei hier, einfach nur um noch ein bisschen mehr Engine-Power zu haben. Und dann einfach noch ein dicker, dicker, fetter Tank, der nach und nach sich leeren wird. Und dann springen wir den als erstes ab und dann springen wir die Engines ab und dann springen wir am Ende das hier alles ab. Und dann sollten wir auch im Orbit sein. Ich glaube, bei der letzten Rakete habe ich da nicht ganz so drauf geachtet, aber da hatten wir am Ende wohl... ich glaube, das war der Grund, aus dem wir so schwierig in Orbit gekommen sind. Da hatte ich irgendwie am Ende eine TWR unter 1 und das noch in der Atmosphäre, glaube ich, anscheinend. Ich weiß nicht genau. Ich war da mit ein, zwei anderen Sachen beschäftigt, wie zum Beispiel den lustigen Bugs mit diesen Stability Enhancern, die lustige Dinge getan haben, wie zum Beispiel nicht zu funktionieren. Aber das sollte diesmal, glaube ich, kein Problem sein. Ich denke mal, 4000 Meter pro Sekunde Delta V sollten reichen, um in den Orbit zu kommen. Das sollte diesmal absolut kein Problem sein. Und ich gucke gerade mal kurz nach, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich würde sagen, ich mache nochmal kurz einen kleinen Cut, gucke, ob ich irgendwas vergessen habe. Ich glaube, ich habe nämlich zum Beispiel vergessen, die Dinger hier noch in die Action Groups in die entsprechenden zu packen. Und dann hören wir uns gleich auf dem Launchpad wieder. Ja, bis gleich. So, und damit herzlich willkommen erstmal auf dem Ladebildschirm und danach auf dem Launchpad. Ich wollte mit Absicht die Aufnahme etwas zu früh starten, damit wir hier sehen,
Also damit ich hier auf Kamera festhalten kann, falls die Rakete wieder runterfallen sollte, aber Gott sei Dank ist das nicht passiert. Und damit herzlich willkommen auf dem Launchpad, wir werden das Ding jetzt launchen. Außerdem habe ich das irgendwie im Hangar ganz nach oben gezogen, weil ich irgendwie mal Angst hatte, dass ich unten keinen Platz mehr habe, um noch mehr Parts dran zu klatschen. Deswegen sind diese Stability Enhancer hier 10.000 Kilometer lang geworden. Aber macht ja nichts. So, macht an sich keinen wirklichen Unterschied. Genau, und eine Sache, die ich, bevor wir jetzt starten, auch einmal ausprobieren möchte und gucken möchte. Tatsächlich, es gibt einen Thrust Limiter. Das wusste ich nicht, dass es das ein Feature ist, aber jetzt weiß ich es. Das heißt, in Zukunft können wir unsere Burn-Manöver etwas genau machen, weil ich jetzt weiß, dass man den Thrust limiten kann, was tatsächlich eine Sache war, die mir bis jetzt immer komplett entgangen ist. Das ist good to know und good to have, I guess. Und, aber ja gut, damit würde ich sagen, starten wir einfach mal. Auf geht's, ab geht's. So. Und nach oben geht's auf jeden Fall. Bis jetzt ohne weitere Zwischenfälle. Und ich hoffe mal, das bleibt auch so logischerweise. Und jetzt muss ich erstmal gucken, wo kann ich sehen? Ich glaube, das hier dürfte mir noch anzeigen. Wenn das auf 0 steht, dürften noch diese Tanks leer sein, oder? Weil das letzte Mal habe ich es irgendwie verpennt, dass diese Tanks schon leer waren und habe die dann irgendwie zu spät erst abgesprengt. Da waren sie schon 10.000 Jahrzehnte lang leer. Deswegen darauf muss ich diesmal mal ein bisschen mehr achten, dass ich die Tanks nicht erst zu spät absprenge. So, das sieht soweit alles ganz gut aus. So, 400, 300 und ja, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wenn das hier auf 0 ist, dann dürften die Tanks leer sein. Wie gesagt, das letzte Mal habe ich es irgendwie verpennt und habe es dann viel zu spät erst abgesprengt. Aber diesmal werde ich dann mal versuchen, darauf zu achten. 100, 90, 80 und. Liege ich da korrekt? Ich liege da korrekt. Jetzt sind sie nämlich leer. Und wir dürfen den Flug nochmal restarten. Wir dürfen den Flug nochmal restarten. Ja, das kann halt passieren. Da sind jetzt, glaube ich, tatsächlich mal die Booster-Triebwerke, beziehungsweise die Booster-Tanks da gerade ins Triebwerk hier reingefallen. Deswegen macht aber nichts weiter. Wir werden einfach nochmal neu starten. Das passt schon. Das werde ich jetzt auch noch nicht rausschneiden. Das ist, glaube ich, tatsächlich zum ersten Mal passiert, dass wirklich mal diese Tanks beziehungsweise die Triebwerke hier reingefallen sind. Sonst waren es immer irgendwelche anderen Industrien Physics-Quirks. Wie gesagt, hier oben ist dann irgendwie. Sind zwei Parts ineinander reingeklippt oder sowas, dann ist die Rakete da irgendwie explodiert an der Stelle. Und es ist auch nicht so lang gewesen, deswegen. Das hätte ich mal im Video drin lassen, damit ihr mal sehen könnt. Auch das kann passieren. Das habe ich eh schon ein, zwei Mal erwähnt, aber jetzt habe ich es auch mal auf Video hier live in Farbe festgehalten, dass es passieren kann. Die Rakete kippt, glaube ich, gerade ein kleines bisschen. Irgendwie habe ich das Gefühl, oder? Kippt die? Ich habe die jetzt gerade ein bisschen gekippt irgendwie. Interessant. Ich glaube, hier haben wir irgendwie immer noch ein bisschen physics-mäßig ein bisschen Strain auf der Rakete am Guessing. Ich glaube, ich sollte vielleicht da und dazwischen nochmal Struts ziehen, falls der Launch ja auch nicht klappen sollte. Und dann sollte es aber passen normalerweise. Und jetzt hoffen wir mal. Es scheint wieder eine leichte Kollision da gerade gegeben zu haben, aber ich glaube, diesmal hat alles überlebt. Zumindest so nach relativ simpler, kruder, visueller Inspektion scheint da alles überlebt zu haben. Ich glaube, ich habe gerade den Gravity Turn etwas zu früh angefangen, vor allem weil die Rakete wobbelt wie sonst noch was. Aber das scheint zu passen. Meistens fange ich den erst jetzt so an ungefähr. Aber. Das sollte. Uiuiui, das wobbelt aber ganz. Ich muss da ein bisschen vorsichtig sein mit dem Gravity Turn hier gerade. Und jetzt müssen wir erst recht ein bisschen vorsichtig sein, damit. Okay, das passt. Das passt soweit. So, und jetzt sollten wir hier doch mittlerweile auf einem ganz soliden Kurs sein. Vielleicht habe ich auch ein bisschen zu spät angefangen, ich weiß nicht. Das Problem mit dieser Rakete ist gerade mal wieder. Ja, gefühlt jeder meiner Raketen, ich baue heute immer irgendeine kleine Schwäche. Diese Rakete hat die kleine Schwäche, dass das ja alles gerade ein bisschen wobbeln ist, aber das könnte man wahrscheinlich. Also ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht machen, weil ich denke mal, wir werden hier relativ easy in den Orbit kommen. Aber man könnte es wahrscheinlich fixen, indem man jetzt da und da zwischen den Strut ziehen würde, weil ich glaube, dass das mehr oder weniger den Strain hier kostet und dafür sorgt, dass der Spaß hier so wobbelt. Vielleicht liegt es auch an diesem Inline-Stabilizer, wenn ich ihn ausschalten würde, dass es dann aufhört zu wobbeln, aber ja, passt schon. Die Stage wird eh nicht mehr allzu lange lasten, denke ich mal. Ich glaube, wenn wir hier gleich im Orbit angekommen sind, dann sollten wir das soweit schon haben und ich glaube, wir müssen auch jetzt hier nicht jetzt bauen, wir können einfach noch ein bisschen Time Warpen zu Apoapsis, weil dieses Triebwerk hier hat ordentlich Wumms dahinter. Deswegen sollte es genügen. Sollte es genügen, einfach jetzt hier zu Time Warpen. Bei der letzten Rakete mussten wir ja komplett durchbohren, weil, wie gesagt, die eine Stage war ein bisschen schwach auf der Brust sozusagen. Uiuiui, nee, das machen wir mal aus hier mit dem Prograde Marker. Das wobbelt mir ein bisschen zu sehr. Der überkompensiert da, glaube ich, das Wobbeln hier von der Rakete und ich fängt das ganze Ding an, komplett durch die Gegend zu wackeln, wie sonst noch was. Und ja, die Apoapsis entfernt sich wieder von uns, das heißt, wir machen einen guten Job, was den Burn angeht, beziehungsweise das Triebwerk macht einen guten Job, also wir haben ordentlich Wumms hinter dem Triebwerk hier logischerweise noch. Das ist treibstofftechnisch natürlich nicht allzu effizient, aber dadurch ist es, bin ich schon am Time Warpen? Ich bin auch am Time Warpen, oder? Warum kann ich die Rakete gar nicht drehen? Na, I guess ist einfach nur generell schwer, die Rakete zu drehen. Ja, das macht natürlich auch Sinn. Ja, aber dadurch ist es relativ leicht, natürlich jetzt hier in Orbit zu kommen. Im Gegensatz zu unserem letzten Start, der da alles andere als leicht war, was das anging. Einfach nur, weil
weil ich irgendwie einen mega hohen Orbit erburnen musste, erst mit dieser Stage halt, die ich jetzt gerade hier nutze, um einfach genug Zeit zu haben überhaupt, um mit der nächsten Stage wiederum dann genug Delta V wegburnen zu können, um dann letztendlich wirklich in den Orbit reinzukommen. War alles einfach suboptimal, aber hat dann letztendlich auch geklappt. Ich würde sagen, wir time warpen noch ein bisschen. Und zack, das sollte genügen. Und damit sind wir dann gleich im Orbit, hoffe ich doch mal. Ich glaube, wenn alles glatt laufen sollte, sollten wir auf jeden Fall noch was an Delta V in dieser Stage überhaben, normalerweise. Theoretisch gesehen, praktisch gesehen, weiß ich nicht, wie das dann gleich aussehen wird. Wenn nicht, ist es aber auch nicht so schlimm. Wie gesagt, ich habe die Rakete etwas overkill-mäßig gebaut. Dann wiederum weiß ich auch nicht genau, wie viel Delta V wir dann letztendlich am Ende brauchen werden, um diesen Polar-Orbit zu establishen, der ja unser Missionsziel ist. Deswegen werden wir dann mal sehen. Oh, vielleicht reicht es gerade so aus, um den Orbit hier. Ah, nicht ganz. Nicht ganz die 80.000 erreicht. Aber macht ja nichts. Machen wir uns mal nichts raus. Wir haben ja noch die nächste Stage. Und ich glaube, fast das reicht eventuell sogar schon aus. Für den Low Orbit. So, schauen wir mal. Ah ja, das reicht dicke aus. 91.000 sogar schon. Und damit haben wir jetzt hier unseren Kerbin Low Orbit schon mal erreicht. Und von hier aus geht es dann logischerweise. Oh, da hinten sieht man noch. Sind wir noch ein bisschen weiter raus. So. Da sehen wir noch unser Triebwerk. Ich weiß nicht, da können wir bestimmt sogar noch hinswitchen mit. Was war das? Der scharfen S-Taste? War das die? Ah, nee, das ist das Skill als Debris, genau. Da ist ja kein Command-Ding dran, deswegen können wir da nicht nochmal drauf switchen. Aber ich kann es in der Kamera nochmal so rausgezoomt zeigen. Das finde ich witzig. Da habe ich Spaß dran. So. Hui. Da haben wir unser Stück Weltraumabfall, das wir jetzt, mit dem wir jetzt den Kerbin Orbit mal wieder, oder hier den Bereich des Low Kerbin Orbits mal wieder zugemüllt haben. In echt kann man die natürlich nicht so leicht löschen. Ich werde die wahrscheinlich früher oder später die ganzen Debrisstücke einfach alle löschen, die jetzt hier noch so sonst noch so rumschwirren. Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass das nicht das erste Stück Debris in unserem Low Kerbin Orbit ist. Aber ja, damit sind wir jetzt im Low Kerbin Orbit. Ich würde fast sagen, wir zoomen schon mal kurz raus. Und stellen schon mal die Manövernote oder zumindest targeten wir haben schon mal den Dressing-Planeten Dress. Und dann gucken wir schon mal, wie viel wir da ungefähr brauchen werden. Was hat er uns so Schönes? Das ist ganz schön teuer. Lowest Delta V, bitte. Warte, das ist immer noch ganz schön teuer. Ah, das ist so teuer. Okay, ja. Nevermind. Das kam mir gerade so teuer vor, weil die ganzen anderen Planeten sind alle irgendwie so, wow, keine Ahnung, 600 bis 800 Meter Sekunden Delta V. Der ist einfach mal irgendwie doppelt so teuer. Wie gesagt, das ist einer der Planeten, auf denen ich selber. Also auch off-camera noch nie gelandet bin, deswegen habe ich das gerade ein bisschen überrascht, dass es so teuer ist, aber wir haben noch jede Menge Delta V, deswegen sollte eh passen. Selbst wenn wir jetzt, wie viel wäre das, wenn wir jetzt 3000 Millisekunden Delta V wegballern würden zum Hin- und Zurückfliegen, sollte das sind doch jetzt nicht 1000 Kilometer, oder? Das sind doch 1000, genau, ja, wollte schon sagen, 1 Komma, das sind Komma, okay. Das wäre sonst auch ein bisschen komisch gewesen. Ich erstelle die Notes einfach schon mal, beziehungsweise wir löschen sie mal, ich weiß nicht, ob das jetzt hier die Effizienz ist, Lowest Delta V. Ja, bitte los, auf jeden Fall. So, okay. Genau, das ist so. Da ist das Ding. Das ist die Note. Und damit werden wir dann wahrscheinlich nach Dress fliegen. Es sei denn, ich schaff's irgendwie nochmal eine billigere Note zu kriegen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das die billigste sein sollte. Und die ist in, wann ist die? Ach, sogar in 104 Tagen. Ist ja gar nicht mal ein so langer Time Warp. Das werden wir dann aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge machen. Diese Folge haben wir dann schon mal das Schätzchen hier. Wo ist es überhaupt? Da. Das Teil haben wir soweit zusammengebastelt. Und in der nächsten Folge geht's dann ab nach Dress, I guess. Außerdem können wir schon mal, bevor ich es vergesse, das vergesse ich nämlich auch ganz gerne mal, auf die Taste 1 drücken und unsere ganzen Solarpaneele ausfahren. Das klingt doch gleich nach einer Idee, würde ich mal sagen. Und einen Survey-Scanner habe ich auch noch ewig gar nicht benutzt. Ich glaube, das mache ich auch noch einmal kurz in dieser Folge, einfach Interesse halber. Nehmen wir mal den hier, der ist so schön im Sonnenlicht. Ein Deploy-Scanner. So, was zeigt uns so schönes an, der Scanner? Da kann man nämlich, glaube ich, Resource-Toggle-Overlay. Das ist eine halbe Ewigkeit her, dass ich die Stylus jetzt mal benutzt habe. Perform Orbital Survey muss man, glaube ich, auswählen. Erstmal werde ich einmal kurz quick save an dieser Stelle. Und dann, bevor ich jetzt irgendwelche Dinge hier mache, die nicht mehr. Ah, man muss im Stable Polar Orbit sein. Wurde das geändert? War das schon immer so? Oder habe ich damals irgendwie einen Mod genutzt? Es kann sein, dass ich damals, als ich das letzte Mal irgendeinen Scanner benutzt habe, dass ein Scanner von einer Mod war, bevor es Resource im nativen Spiel gab. Ich kann mich nämlich nicht daran erinnern, dass man damals einen Polar Orbit haben musste, um da nach Ressourcen zu scannen. Kann also gut sein, dass das ein gemoddeter. Ein gemoddeter Scanner war, ja gut, dann können wir ihn eigentlich noch nicht testen, weil ich glaube, man muss erst diesen Orbital-Scan machen und dann kann man da dann später in so einem Overlay sehen, wo hier die Ressourcen am Planeten sind. Aber ja gut, ich würde sagen, den ganzen Spaß machen wir dann alles erst in der nächsten Folge. Das machen wir alles erst in der nächsten Folge. Ich quicksave es nochmal, nachdem ich hier den Scanner eingefahren habe. Das war es erstmal für diese Folge, würde ich sagen. Das ist eine ganz gute Stelle, um es erstmal zu callen. Wir haben das Schätzchen hier gebaut und in den Orbit gebracht und in der nächsten Folge geht es dann zum Zielplaneten, also hoffentlich, es sei denn, es kommt irgendwas anderes dazwischen, zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas, ich wüsste nicht wirklich was, aber solange da nichts dazwischen kommt und ich habe es mal wieder geschafft,
Um uns hier sehe ich gerade mal wieder eine absolute Meisterleistung meinerseits. Ich habe es wieder geschafft, das Ding so asymmetrisch wie möglich zu bauen. Die sind alle schön so, ne? Also in Reihenschaltung nacheinander und hier vorne so. Haha, wir sind das rebellische Stück, das rebellische Solarpanelpaar. Wir sind nicht ganz allein und sind ein bisschen schräg. Ich habe es mal wieder geschafft, ja. Astrein. Gut, ist ja auch nicht weiter schlimm. Wie auch immer, das war es auf jeden Fall erstmal für den heutigen Part, würde ich sagen, damit an dieser Stelle. Schalt dann eben gerne auch wieder beim nächsten Mal ein. Das war es also von mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Fällt euch!